So, Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Köln mit Dilara und ihrer Mutter zusammen. Zu den Großeltern von Dilara und zu Iftar, ne? In die Zu Moschee Iftar von oder? meiner Tante. Und danach geht's in Richtung Izmir, wie schon bekannt. Ich würde sagen, wir nehmen euch gleich nochmal Ich mit. habe Lust, aber bis dahin. Bis dahin. Melissa, da ist die Schwester von Silay, da ist die Mama von Silay, da hinten ist Celine, da sind noch ganz viele weitere Blogger, da hinten Arigona. Ja, du, aber gerade du musst ich habe meine Kamera mit. Aber Leute, guck mal, wir haben alle drei dieselbe Hose an. Jansu hat da hinten auch noch dieselbe Hose an. Direkt nachdem ihr landet, werdet ihr gemeinsam Frühstück machen. Okay, viel Spaß. So, hier sind noch die Gewinner vom Cinderella Gewinnspiel. Stellt euch mal vor, am besten. In Erzurum. Genau. Woher kommt ihr? Aus Essen. Aus Essen, cool. Hier sind Essen und Seren und Helin und Chitin. So, wir bewegen uns so langsam. Hier ist die Kadesh. Ihre Cousine. Da ist Osan. Terminalbereich, wo der Abflug ist, und dann ready for takeoff. Wir stehen gerade am Gate. Es war zu Jaktan Ölüyor. Ja. Wo Telaştan Ölüyor. Herkes ein Kandidat war. Selina ist auch da. Ja. Ich muss auch vloggen. Guck mal, ich habe auch. Aber ich bin gerade krank. Ich muss mal Da hinten kommen auch noch welche. Und durftet ihr einreisen? Ja, durfte. Der Mann hatte sogar denselben Nachnamen wie wir und deswegen Walla. Hat er mit uns rumgelacht. So, arkadaşlar, bu yumruğu masaya vuran arkadaşımız. Evet, merhaba arkadaşlar. Bendeniz Onur Ramos. Eşim Deniz Esra Onur Ramos. Esra evlilik hakkında konular konuşuyorduk ve herkese tavsiyemiz baştan elinizi masaya vurun. Ki sonradan sıkıntı olmasın arkadaşlar. Evet, burada da Allah seni cezalandırsın. masaya vuramayan arkadaşımız. Evet, arkadaşlar, masaya vuramayan arkadaşımız da budur kendisi. Kendini tanıtmak ister misin? Merhabalar. Ben masaya vuramıyorum. Maalesef. Maalesef. Kafasına vuruyor. Şöyle şey. İki arkadaşla uçağa bindiğim için çok mutluyum. Duygusala bağladım şu an. Ben Trabzonlu olmam lazım. Evet, normalde herkes beni Trabzonlu sanıyor ama benim de Trabzonlu. Ha, şey için mi? Sapına kadar Sivaslıyım. Allah'a demek Sivaslıyım. Har kangalık. Har har. Birinciliğe gittik, şampiyon olduk ona göre. İyi bok yediniz. Gidiyordum, Kur'an çarpsın gidiyordum. Masaya vurduğun gibi değil mi? Resmen yüklendim gidiyordum. Kırdı resmen ya. Kırdı sen, kendim. Ich hab meine Frage, was hast du denn da gemacht? Asıldım gidiyordum, yemin ediyorum sana. Oruç tutman gerekiyor. Sefiri oluyor, aynen. Hocamız konuştu galiba. Jetzt dert! Alle dertten oder? Alle dertten oder? Und die meinen hier
so ein bisschen alle. Schaut mal. Ohne Musik auf jeden Fall. Ne yapalım şey, gördüğünüz gibi vaziyet ortada. Her zaman hanımlarımızın arkasındayız, yanınızda. Einchecken, ne oluyor burası? Check-in, boarding. Burada. Warte, wir sind die Letzten. Bye bye, Spro, du Fisch, Alter. So, Arkadaşlar, so sieht der erste Tag aus für uns. Es ist 2 Uhr. Eigentlich schon voll fit, also eigentlich gar nicht müde. War auch nicht stressig oder so eigentlich. Haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Alle sehr, sehr lieb, mashallah. So, Arkadaşlar, bu arayla ilk defa birlikte uçuyoruz değil mi? Überlebt. Ja. Astschock. Wir warten jetzt auf Bowls. Es wird so schön remixed, ne? Auf Bowls. Ja, ich hab wieder remixed von der Show. So, wir sind jetzt endlich raus aus dem Terminal. Maxiko so, nein, das ist nicht. Ich kann alle überleben. Ich habe einen. Das reicht! Ich hab mal Rosa an Rand. Ja, ich weiß nicht, was der macht. Hadi kalk hadi bu oyunu. Bu oyunu kaldır. Oh, yapalım yapalım. Oh, wie süß. Oh, wie cool. Çok tatlı. Buna mısın burada? Ama hiç kein güneş. Ağız yarasına, mide yarasına, aşk acısına bilir mi? Aşk acısı için duydunuz mu? Ya. Ne oldu? Wir waren gerade Abendessen. Wir waren heute einfach mal den ganzen Tag. Wir waren heute den ganzen Tag am Strand und am Pool.
haben ein bisschen das Hotel genossen, haben uns so ein bisschen kennengelernt mit den anderen Bloggern, da man sich ja meistens halt nur so über Instagram und so kennt. Gleich in die Innenstadt fahren. Fahren wir jetzt nach Kuschadasse Innenstadt? Ja, nach Kuschadasse Innenstadt. Und mal schauen, wir waren da noch nie. Nachher verlieren wir euch. Immer schön vorne. Also excuse Guideline. Immer, ich bin jetzt auch Team Cinderella. Siehst du das gerade? Oh Gott. Hi. Nehmen wir mal als Mikrofon. Hi. Also, herzlich willkommen bei meiner neuen Fashion Show, die Runde bei Baruch Milano. Unser heutiges Thema, kein Blogger sagt zu keinem Hallo. Alle tun, dass wir sich nicht kennen. Insgeheim stalkt jeder jeden. Ey, was ist das? Ne? Ja, sorry, meine Milan-Haus war natürlich. Nee, ich brauche meine Parfüm auch. Nein, danke schön. Finally sind wir bei Kokobas. Aschko-Kanaten-Fan. Yanıyor, göz göz olmuş diğerlerim kanıyor. Ölürüm de ayrılamam ya senden. Das ist so mein Beziehungsstatus. Tritt gerade am Wagen. Gel. Aynı benim kedi gibi böyle yapıyorum. Hemen geliyor, bak altına giriyor. Freunde, wir befinden uns jetzt auf der Terrasse, gleich geht's zur Cinderella Modenschau. Es sind natürlich alle Blogger hier. Irgendjemand hat gerade Geburtstag gehabt, deswegen gab es hier gerade so einen Anlass, sich zu treffen. Das ist der Baba, der mich gekleidet hat. Das zeige ich euch gleich, wie ich gerade aussehe. Aber ansonsten ist jeder hier. Jeden, den ihr kennt, natürlich, alle haben sich hier getroffen. Gleich geht es da hinten auf die Bühne irgendwo hin. Er ist hin, mein Zimmerkamerad. Hi, das ist mein. Was ist das? Mein Bruder. Nein, mein Bruder ist Zimmer. Mein Bruder sowieso. Zimmerbruder, genau, Zimmerbruder. Black Hector. Black Hector Duisburg. Das sind natürlich Ostern seine Schuhe. Geht schon. Wohin wollt ihr es haben? Nein, ich gebe mir die Fotografie. Wir sind ready für die Cinderella Gelände-Modenschau 2015. Ja, das finde ich jetzt geil, aber heute gehen wir dann oder Montag. Ja, doch, 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 das ist total cool. Dilo! So, arkadaşlar, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ümit Karan da burada Cinderella Gelinlikte. Kendisi benim küçüklüğümün kahramanı söyleyeyim Galatasaray'la. Şimdi burada gördüm, çok memnun oldum. Özledim bizim yine ya.
Bu arada çok güzel bir şey yaptınız. Destek verdiniz. Erkekler kalsın. Bakar mısın? Ama çok güzelsiniz. Bence bir fotoğrafçı çağıralım burada. Bize toplu fotoğraf alsın. Bir soru var mı sizin bana? Mesela. Şişman kadınlarımız da var. Onlar ne yapabilir? Spor. Spor olmayınca. Rejim. O da olmayınca. Vücuda göre giymek. Ama burada biraz kapatmamız lazım. Ekmek yok, un yok, tuz yok. Hiç böyle bir şeyler. Börek yok. Lahmacun yok. Life I'm living left you heartbroken. Also, mine don't matter. I pay them no mind, and you all that matter. Keşke seni görmesem. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Birlere bombalar yağardı her gece. Biz seninden seçildik. Ağaçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma. Fikrettin'i, Börklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...
Wir sind gerade in Kuş Adası. Kuş Adası? Kuş Adası, du weißt es. Hello, 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 what's up, bitches? Folgt dir alles, ist krank. Eis, ich hab Eis gekauft. Voll glücklich. Glücklich. Es ist einfach zu toll. Ja, Leute. Wir sind jetzt am Flughafen in Izmir. Wir sind extrem kaputt. Die drei Tage waren extrem anstrengend. Ich weiß gerade nicht, was die Lara da macht. Sie läuft gerade in die entgegengesetzte Richtung. Ich bin ein bisschen krank geworden. Die Lara geht es immer noch gut. Ich verstehe nicht, wie man so ein Tempo haben kann. In einer Stunde fliegt unser Flieger zurück nach Deutschland, nach Köln. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen und ihr seid zufrieden mit den Aufnahmen. Oben rechts abonnieren und schön auf Gefällt mir drücken. Nochmal vielen, vielen Dank an Cinderella Gelindig. Es war eine Hammer-Organisation. Die Mondshow war einfach brutal. Wie fandest du das Ganze? Sehr, sehr schön. Echt? Mega. Organisation schon müthichte bence. Ja. Tabii ki her şey dört dörtlük olamaz. Es gibt immer so ein paar kleine Mankos, aber das sind wirklich prozentual, vielleicht 1% von dem Gesamten. Bist du kaputt oder geht's dir immer noch gut? Mir geht's noch sehr, sehr gut. Waren die drei Tage anstrengend? Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es richtig gut, dass wir nicht so einen krassen Zeitplan hatten. Also wir konnten selber entscheiden, wann wir wo, wie sein wollten. Auf jeden Fall steigen wir gleich noch in den Flieger und ich würde jetzt schon mal sagen, es war mega geil. Ich hoffe, wir wiederholen das nochmal. War sehr, sehr schön. Ich war zwar nur als Begleitperson und als Begleitperson hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Also Leute, wir danken Cinderella Gelindig für alles. Jetzt geht's wieder heim. Es reicht. Schönes kalte Deutschland und ich sage tschüss.